Was geht ab? Ich bin's. Genau. Willkommen zu Avanas mit vielen Leuten. Dings, los. Mikrofon muted. Das mit den kurzen Intros muss ich mir abschalten. Okay, wir sind erneut Crewmate. Ich kenne die Map halt noch nicht wirklich. Aber Kitchen starten klingt erstmal nett. Ich bin natürlich später schicken. Ich glaube, ich bin falsch. Sag ich da nicht. Okay, wir müssen nicht hexen. Ich null Plan habe, wo das ist, ne? Okay, perfekt. Das ist eigentlich immer das Beste. Ich habe von drüben vom Büro nur gehört. Alter, die, also ich... Also, ich habe gerade Daniel gefunden. Ich bin aus Cargo Bay nach links rüber gelaufen. Ich bin da unten zusammen mit Emily gespawnt. Wo ist Cargo Bay? Ja, keine Ahnung. Rechts unten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe nicht auf die Map geguckt, tatsächlich. Ja, ist irgendwo rechts. Woher weißt du denn, dass es Cargo Bay ist? Weil ich geklickt habe am Anfang auf Cargo Bay. Ah. Ich war Küche. War auch Küche. Daniel war auch kurz Küche. Ja, genau. Ich habe ganz am Anfang, wo ich gespawnt bin, sind Daniel und Brille links von mir gewesen. Genau, Daniel ist dann hochgelaufen. Ich habe kurz Hazel gesehen und dann mal am Schluss habe ich Nick gesehen, weil da habe ich nochmal das mit den Handtüchern gemacht. Wo ich die ganzen Handtücher eingesammelt habe. Und da habe ich Nick gesehen. Okay. Aber das ist, glaube ich, weit weg von dort, aber ich bin mir nicht sicher. Nick habe ich auch gesehen, aber das war ganz am Anfang. So, nachdem ich jetzt unterbrochen wurde. Also, ich bin mit Imli rechts unten gespawnt und bin dann rüber Richtung Daniel gelaufen. Als ich ihn dann gefunden habe. So. Und, ja, und dann habe ich kurz vorher Emily noch mal gesehen, aber die ist mir praktisch hinterhergelaufen. Ich bin dann über diese Leiter nach oben zu Electrical gegangen. Ich war noch irgendwie... Also mit hinterhergelaufen meinst du, sie war quasi... Also sie war nicht bei Daniel, sondern war hinter dir. Okay. Richtig, sie war hinter mir, genau, richtig. Sie ist praktisch hinter mir dann so aufgeploppt und ich bin dann die Treppe, diese Leiter nach da oben, um dann zu Electrical zu kommen. Stand dann da unten Electrical. Und dann, ja, dann nach links und habe ich dann Daniel gefunden. Ah, die Schriftart hat sich geändert. Ich hab geskippt jetzt. Keine Ahnung. Auch. Ja, ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Ich habe außer Emily niemanden gesehen. Ich habe den Alarm gemacht. Das ist faszinierend. Ich habe nur Brille und Daniel gesehen. Hätte Brille sein können, aber auch nicht. Keine Ahnung. Ich war in der Küche, hab Burger gemacht. Okay. Jetzt kann ich immerhin tasken. Ich meine, hey. Schade. Aber es war schon wieder der Crank. Was ist Netz finden? Okay, in die Tote. Okay, ich glaube, ich habe einen Verdächtigen. Ich war nochmal dorthin gelaufen, wo ich die Wäsche machen muss. Und Brille ist vor mir gelaufen und hat eine Leiche hinterlassen. Doch, genau dort, wo du lang gelaufen bist, lag die Leiche. Kann gar nicht sein. Würde aber auch Sinn ergeben, weil Brille in der letzten Runde zusammen mit mir und Daniel gespawnt ist. Aber da war ich in der Küche geblieben und du bist mit Daniel links hochgelaufen, so gesehen. Nee, ich bin nach links gelaufen, du bist mit Daniel nach rechts rum und dann weiter. Nein, ich war noch in der Küche und hab Burger gemacht. Ich hab links Knarren gemacht. Küche und hab Burger gemacht. Wo waren denn die Leiche? Oben, unten, Mitte, rechts, links? Ja, ich bin Küche gespawnt und bin rechts gelaufen. Okay, weil Luma und Retro waren mit mir. Die haben ein Elektrical. Nach Elektrical, genau. Ja, wie gesagt, die Brille war 2 Sekunden vor mir und mitten im Gang lag die Leiche. Also entweder hat er sie hinterlassen oder wollte sie nicht schubfarten. Nee, entweder habe ich sie einfach nicht gesehen. Auf jeden Fall. Nee, ich habe
laufe die ganze Zeit mit Map auf rum, weil ich nicht weiß, wo es hingeht. Also ja, trotzdem leuchtet dann ganz groß der Report-Button trotzdem auf. Also auch wenn man die Map aufruft. Trotzdem nichts mitgekriegt. Also wenn, entweder habe ich die Leiche nicht gesehen oder du hast sie hinterlassen und sie selber reportet. Nein. Von der Position der Leiche würde ich auch Nick ausschließen, weil der war mit mir am anderen Ende der Map und ist die Leiter da hochgeklettert. Also der war zu weit weg. Ne? Nick war auch noch hinter mir. Du warst doch bei uns Electric Gang, ne? War am Ende der Dusche. War am Ende der Dusche. Ich war es nicht. Wie gesagt, Brille war 2 Sekunden vor mir. Okay, wie gesagt, Maui war 2 Sekunden nach mir. Darf ich noch was fragen, ganz kurz? Hazel, ich muss die Quest machen, die du gerade gemacht hast. Ist die schwierig? Ich habe das Licht ausgemacht und danach habe ich... Du hast das Licht ausgemacht. Angemacht. Oha. Oha. Angemacht habe ich. Behaltet nur Brille im Auge. Brille im Auge? Ich kann gerne alle folgen. Hazel, also. Ah ja, pst. So, ist das endlich vorbei jetzt? Und schauen wir wieder da raus. Das ist super laut. So, jetzt. Mach fertig. Okay, peile ich nicht. Ich bin zu doof. Ich habe noch nicht eine Quest. Im Schauer liegen Blume und Nick. Beide, direkt nebeneinander. Oha. Oh, wo liegen die? Schauer. Wo ist das? Da, wo man sich duscht. Ja, wow. Auf der Map. Bitte rechts, glaube ich. Bitte rechts. Ich glaub, also ich hab eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Ich sag das. Nein, ich bin's nicht. Also ich kann Retro safen und Retro kann mich ziemlich safe saven, weil wir sind zusammen gespawnt und sind relativ denselben Weg gelaufen dann. Ja. Ich war wieder bei Handtüchern, nachdem ich den Alarm ausgemacht habe. Also ich habe zuerst den Alarm ausgemacht, dann bin dann wieder zu den Handtüchern gelaufen und ich bin immer noch nicht fertig. Man muss jetzt Alex sagen, wenn Herr Retro vor Retro sich safen können, wenn die genau nebeneinander lagen, dann riecht es ja nach Double Kill. Ja, komplett links. Ich kann tatsächlich bestätigen, ihr müsst ein bisschen lauter reden, weil ich gerade draußen stehe und ich immer noch dieses Hintergrundgeräusch habe. Also ich bin auf gar keinen Fall Mitte rechts. Ich bin ganz, ganz unten. Ja. Es ist zwar ein seltsamer Beweis, aber es stimmt leider. Das ist korrekt. Ja. Also der Einzige, der mir jetzt gerade von der Richtung ungefähr entgegengekommen ist, wäre Nerdy. Ja, hab dich gesehen zum Schluss. Ich bin immer noch für Brille, wegen dem letzten Mal. Ich war irgendwo unten rechts und hab versucht, nach oben zu kommen zum Alert. Ich hab tatsächlich auch ein grobes Bauchgefühl mit Brille, auch noch wegen letzten Mal, aber ich kann's halt nicht sagen, weil Nauri ist halt auch ein guter Player und die frontet halt auch gut andere, ne? Ja, und Hazel, weil sie das Licht ausgemacht hat. Das Problem ist, wir sind 6 Leute, wir müssen halt jetzt jemanden voten. Also ich wähle wieder Brille, weil er war wirklich. Dann wähle ich dich, aber auch nur, weil ich nicht bin. Er war kurz vor mir und da lag eine Leiche. Ich gehe tatsächlich auch auf Brille. In meinem Keller liegt auch eine Leiche und trotzdem bin ich unschuldig. Nein. Oh, was? Mir bricht mein Herz. Oha, voll episch. Geiler Song. Voll episch. Ja, auf geht's. Okay, mute muss ich mich hier nicht, weil ich bin immer noch gemutet, weil ich ja schon lange tot bin. Welcher Code? Achso, Karte. Natürlich. Also, ich bin meine Aufgabe gleich. Thank you.
Oh mein Gott! Ich schwör's euch. Es ist so anstrengend. Ich weiß nur, ich habe Hazel vor dem rechten Dings gefunden. Mir ist Nauri gerade entgegengekommen, als ich in Richtung Pfeil gelaufen bin. Ja, ich bin zum anderen Pfeil gelaufen. Ja, aber den hatte ich ja schon gemacht. Ja, das der weiß war ich aber ja noch da. Echt? Ja, bei mir auch. Ah, okay. Deswegen bin ich dahin gelaufen. Ich weiß ja nicht, dass du den schon gemacht hast. Ich dachte, Hazel, der wird halt dann deaktiviert. Hazel habe ich gesehen, habe dann aber in Electrical noch eine Quest gemacht und bin dann zum Alarm gelaufen. Also Nerdy oder Nori? Also ich habe gerade die Fototask gemacht, dann ist der Alarm losgegangen und ich bin gerade nicht durch die eine fucking Tür gegangen, weil da muss man die Karte durchziehen. Ich habe da wieder 5 Minuten gestruggelt gefühlt und ja, wollte ich gerade durch die Tür und dann kam schon der Report-Button. War für die lange Zeit ein bisschen sehr wenig. Ja, ich habe gestartet bin ich in der Küche, Burger machen und... Jetzt kann, warte mal, irgendjemand ist, war es Nauri? Irgendjemand ist mit mir in der Küche gestartet, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich bin nicht in der Küche gestartet. Auch nicht. Ich auch nicht. Dann war es wahrscheinlich Hazel. Ich glaube nicht, alles egal. Also, ja, keine Nerdy Ahnung. Also ich bin mir, entweder macht sie Mindgame, hier, die Dame rechts von mir, ich weiß nicht, wo sie auf dem Bildschirm ist, und ist es, weil wir am Anfang sehr lange zusammen waren. Ich glaube nicht, dass Nauri so gegen Brille geht, wenn er Dings ist, Imposter. Bin mir jetzt ziemlich sicher, er ist der Einzige, den wir rausgewortet haben und das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, ja, einer also muss safe Brille, sicher sein. Ja. Dann bleibt eigentlich Ausschlussverfahren nur Nerdy, es tut mir so leid. Ja, dann wort mich raus und wenn ich nicht bin, dann, ja gut. Dann ist es auch Nauri. Das ist ja Nauri, wenn du den gemacht hast. Ey, ich bin's nicht. Mit Brille. Dann müssten wir es gewonnen haben. Das war echt episch. Oh, so schnell kann ich nicht. Oh, Nerdy. Oh mein Gott! Alter. Nerdy, ich hab dich noch mit Nauri eingesperrt. Der Doppelkill, Alter. Vor allen Dingen Nerdy halt am Ende noch so nach dem Doppelkill. Ja, sieht schon eher nach Doppelkill aus. Ja, war's auch. Brille war wirklich kurz vor mir und hinterlässt mir dies Leiche. Da dachte ich auch nur so, scheiße. Ich wollte ihn nicht fronten, weil am Anfang, ich dachte, wir waren so zu dritt. Aber ich dachte mir, es hätte halt jeder sein können, ne? Es hätte jeder sein können. Ich hab nur Nerdy gewusst, weil er mich gekillt hat. Und ich hatte voll Mitleid mit Brille. Als ich ihn rausgeworfen habe, ich so, oh nein, der Arme. Der Einzige und Erste, der so rausgeworfen ist. Und dann so, als er mir so aggressiv hinterhergerannt ist. Wer? Ich? Ich bin. Wann bin ich der aggressiv? Ich hab keine Ahnung, wo ich rumlaufe. Das mache ich scheinbar aggressiv. Ja, vielleicht erfahren wir das ja nächste Runde, wie das geht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Sauber. Haut rein. Also der Einzige, der mir jetzt gerade von der Richtung ungefähr entgegengekommen ist, wäre Nerdy. Ja. Habt ihr den zum Schluss? Ja.